herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute erkläre ich euch, wie die Aufgaben zum magischen Quadrat funktionieren. Eine Kopfrechenspielerei, die viel Freude machen kann, die aber auch ein bisschen Zeit mit sich bringt. Erstmal will ich euch erklären, wie das Prinzip funktioniert. Und zwar sollt ihr die Zahlen von 1 bis 9 so in die 9 Felder des Quadrates einbauen, dass sie horizontal, vertikal, aber auch schräg immer die gleiche Summe ergeben. Und ich werde jetzt mal 1 vorgeben, dann gebe ich noch einen Tipp und danach sollt ihr selber mal versuchen. Also das, was ich vorgebe, ist dieses hier. Ich nehme die 5 in die Mitte und setze dann hier die 1 und die 9 hin. Hier die 3 und die 7. Dann brauche ich hier die 6 und die 4, sowie hier die 8 und die 2. So, nun habe ich alle 9 Zahlen, nämlich die Zahlen von 1 bis 9 verbraucht, habe es aber geschafft, dass ich hier, wenn ich es zusammenrechne, 15 habe, hier 15 und hier 15. Ich habe aber auch hier 15, hier 15, hier 15 und hier 15. Und natürlich auch hier. Das heißt, mein magisches Quadrat ist fertig und es funktioniert. Und nun die Frage an euch, gibt es noch mehrere Möglichkeiten, magische Quadrate zu gestalten? Und wenn ja, wie viele? Ich wünsche euch viel Spaß beim Grübeln. Und wer sich jetzt wirklich die Mühe machen will, der drückt jetzt auf Stopp, denn gleich werde ich die Lösung verraten. Okay, das war's. Hier siehst du nun die Lösungen aller mir bekannten magischen Quadrate. Ich hoffe, dass es nicht mehr gibt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich alle habe. Grundgedanke ist, die 5 kommt deswegen in die Mitte, damit ich überall immer die 15 entstehen lassen kann. Das hat so ein bisschen was von dem kleinen Gauss. Ich rechne also die 1 mit der 9, die 2 mit der 8, die 6 mit der 4, die 7 mit der 3. Und dann mache ich eigentlich nichts anderes, als dass ich diese Paare, die zusammen immer 10 ergeben, rotieren lasse. So ist dann das Prinzip der Ergebnisse relativ schnell gefunden. Das heißt, die 7 kommt, wie hier, überall mal an die andere Position. So, zum Schluss noch 3 Wünsche von mir. Erstens, wenn es euch gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr was gelernt habt, dann drückt Gefällt mir. Und wenn ihr eine vernünftige Übersicht sucht, dann findet ihr die auf meiner Homepage. Hier seht ihr jetzt www.lehrer-schmidt.de. Okay, das war's.